Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herzflattern vorprogrammiert. Nein, natürlich Alien Isolation mit mir, dem Hangerboy. Und letzte Folge haben wir kurz ein kleines Stückchen vom Alien gesehen, wie es unseren Freund Axel getötet hat. Und wir stehen auch noch auf dem Speiseplan, so wie es aussieht. Kommt man hier irgendwo durch? Ich will hier weg. Ja. So kommt man hier nicht durch. Ich will da rein. Die Tür ist doch grün. Hä? Geh auf. Okay. Geht's jetzt? Nein. Die Musik. Die Musik finde ich ja ganz toll und so, aber die Situation, in der ich mich gerade befinde, finde ich gerade nicht so schön. Da war das Alien drin. Was haben wir denn hier? Okay. Ich glaube, spätestens sobald ich mein Radargerät habe, wird es nicht mehr so schön sein, hier ohne irgendeinen Plan rumzulaufen. Kommt man hier irgendwo weiter? Da ist doch ein Knopf. Ha! Call. Oh. Oh. Ich glaube... Kommt da was? Nein, bitte kein Alarmton. Bitte kein Alarmton. Danke. Komm endlich! Echt jetzt? Ja, lass dir noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, noch 5 Minuten zum Andocken. Dankeschön. Geh auf. Ah. Oh, oh. Allein die Musik macht mich kirre. Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt es dann hinten aus der... Aus dem Lüftungsschacht und kommt so schön langsam auf uns zu mit so einem Grinsen im Gesicht. So, hallo, darf ich dich kraulen? Boah. Die Musik, die haben sie richtig gut inszeniert, obwohl da überhaupt kein Viech ankam. Okay. Wo sind jetzt hier? Da oder da? Sieht so gleich aus. Hallo? Ah. Ah. Stelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Das Transitsystem Working Joe, okay. Den Müllroboter. Sag jetzt nicht, dass Alien auf der anderen Seite hat das Ding, hat das auf Neuverkabelung zugreifen, machen wir gleich. Ich hoffe nicht, dass Alien hat hinten auf den Knopf gedrückt. Jetzt kommt es dann auch per Zug hierher. Mal gucken. Nutzen Sie die Netzverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme auszuschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Das wird dann nachher richtig lustig, wenn uns das Viech währenddessen im Nacken sitzt. Maus zum Einsehen der Karte. Okay. Auf der rechten Seite, auf der Position, auf die Position von örtlichen Systemen angezeigt werden. Begeben Sie sich in eine, in neue Bereiche, starten Sie Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Sevastopol-Systemen, um Ihnen zu Ihrem Vorteil, Ziel zu verhelfen. Okay. Lautsprechersystem. Okay, Q ist zurück. Und
Okay. Raumwechsel mit Tabulator. Tasten bewegen. Was für Tasten? Nee. Es gibt hier nur einen Raum. Aktiv. Ah, okay. Kann man das irgendwie... Was meinen die mit Tasten bewegen? Mit Bild auf, Bild ab? Nein, das habe ich noch nicht ganz kapiert. Raumwechsel mit Tabulator. Systemwellen mit Tasten belegen. Ah. Netzwerkkapazität 1 von 2. Tasten bewegen. Ich bewege Tasten. Ich drücke E, wie ein Bekloppter. Stromreserven 0. Okay. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier. Aber nicht so. So raus. So. Erstmal speichern. Puh. Komm, Speicher. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Also das Alien sollte jetzt hoffentlich nicht mehr in der Nähe sein. Caution. Observe moving trains at all times. Das ist wieder die Sicherheits... Ah, Karte aktualisieren. Sehr schön. Law has no boundary. Na, außer in Südamerika. Zum Verstecken halten. Sieht doch schon mal sehr einladend aus. Ich schaue aber immer erst in die entgegengesetzte Richtung. Das sieht auch sehr interessant aus hier. Wie heißt der Raum? Security. Waffen. Bitte. Nur für mich. Was haben wir hier noch? Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich hier reingehe? Ah, cool. Hier bleibe ich. Nicht. Hier ist alles dicht. Hier ist offen. Sicherheitszugangsgenerator. Für welches Zimmer? Transit Coordination. Die würde ich sofort ausschalten, nachdem das Alien auf der anderen Seite ist. Kommt man hier weiter? Nein, hier ist kein Saft. Here's to adventure. Okay. Das glaube ich dir erst, wenn du es... Ach so, deswegen kommt man da nicht durch. Suche. Sensor, Medikit, Taschenlampen, Batterien. Nein, ich bin voll mit Sensoren. Kuh verlassen. Ach. So. Alle Fluchtwege offen halten. Ziel A und O des Spiels. Ich will hier, wenn ich jetzt hier im Kreis gerannt wäre und das Viech wäre hinter mir, wäre ich jetzt tot. Puh, so. Dann gehen wir nochmal auf diese Steuerung. Einmal laden, so. Instabiles System. Ah. Lautsprechersystem. Wie sehe ich denn, in welchem Raum ich gerade bin? Okay, machen wir den mal aus und gehen mal raus. Gehen hier rüber und machen das da mal rein. Jetzt sollte ja hier... Oder ist es dasselbe? Hm. Nein, da geht nichts. So, schauen wir mal hier hoch. Zugangscode. Den bekomme ich, wenn ich... Ist hier drin ein Computer? Höchstwahrscheinlich. Da ist keiner. Da geht's weiter. No weapons allowed. Naja. Okay, wo geht's hier lang erstmal? Also diese Türen werden mich nachher besch... Tschüssi.
Okay, ich gehe da mal hoch. Mal schauen. Ich hoffe, hier geht's nicht weiter. Okay. Au, 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 au. Wie hat die mich gesehen? Leute, hier drüben. Hier ist jemand. Nope. Nope. Hier ist niemand. Nope. Wie hat die mich gesehen? Ich bin gekrochen. Ah, Leuchtfackel. Oh, hier ist ein Gitter davor. Und die Tür ist zu. Und die Tür ist auch zu. Okay, der piepst ja nicht mal. Mit Jule wird es wohl hier nichts. Kann ich mir noch ein Medikit herstellen? Okay, bauen wir mal eins und benutzen wir es, weil ich bin gerade auf Half-Life. Ich habe 4 Stück. Achso, erhalten. Aber das mit den Reservesystemen hier kapiere ich auch noch nicht ganz. Stromreserven 0, ja. Was soll ich jetzt damit machen? Ich kann ja auch nicht den Raum wechseln mit Tabulator, das geht nicht. Stromverzug ein- und ausschalten, geht nur mit E, geht nicht. Okay. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Instabiles System oder Lautsprecher. Mach mal das Instabile mal an. So. Was auch immer das ist. Ah. Kann man den Transit jetzt rufen? Das so viele Wege. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich lang gehen soll. Da brauche ich wieder den Sicherheitscode. Unten liegt wieder die Leiche. Kann ich das jetzt aufnehmen? Inventar voll. Okay, Sensor. Ach, ich drücke immer Escape. Bin ich über die jetzt hergekommen oder auf die auf der anderen Seite? Ich glaube, über die auf der anderen Seite, weil man die nicht ansteuern kann. Zu der komischen Frau in den Raum gehe ich anscheinend nicht mehr rein. Ich würde aber gerne noch hier gucken. Was brauche ich jetzt hier für den Sicherheitscode? Okay, was ist das hier? Plasmaschneider. Okay, entweder ein Plasmaschneider oder ein Sicherheitscode. Ich bin für Plasmaschneider. Den kann ich nämlich auch bei anderen Türen ja noch verwenden. Dann schauen wir mal, wo geht's denn jetzt? Das geht nicht auf, oder? Nein. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Den kann ich jetzt nicht mehr rufen, ja. Wenn da jetzt das Alien drin ist, dann kacke ich auf den Boden. Wie ewig das zum Andocken braucht. Will ich jetzt aber nicht hin. Ich muss zu der komischen Frau da hoch. Hier ist alles zu. Alles. Ich kann den Strom hier auch nicht abschalten, warum auch immer nicht. So. Wartet die noch auf mich? Wo ist die blöde Kuh hin? Sieht so aus, als ob die tot wäre.
Nee, das ist keine. Liegt hier bitte irgendwo ein Schneider. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Dürfte kein Problem sein. Na klasse. Frage ist, wo ist die Fotze hin? Vielleicht wollte sie die Tier einfach nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay. Wir werden sie finden und töten. Oben. Oh oh. Hier lang. Sie war unten. Nein, war ich nicht. Woher sieht die das? Siehst du was? Bitte nicht hier hinter gucken. Jedes Geräusch lässt mich erzittern. Wo zum Teufel ist das Ding hergekommen? Bitte nicht in diese Richtung drehen. Nein, du siehst mich nicht. Der geht wieder hoch. Sie auch anscheinend. Die ganze Station ist ein Wrack. Wir haben nur getan, was wir mussten. Heimlich still. Wir schaffen das. Kann ich den von hinten überwältigen? Ich will es ehrlich gesagt nicht herausfinden. Denn... Au, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin so tot. Klasse. Stirb, du Fotze! Ich bin tot. Wie sieht die mich? Okay, die ist, das war... ja, aktuellen Speicherstand wieder laden. Erster Tod. Warte, wo war ich denn? Hier war ich. Habe ich da hinten schon die Tür aufgemacht? Ja. Oder? Nee, habe ich noch nicht. Das sackt jetzt aber. Die waren zu dritt. Ich muss die alle hintereinander ausschalten oder ich gehe friedlich da. Na, was ist friedlich? So. Machen wir die Tür wieder auf und durchsuchen den. Okay. Holy moly. Habe ich schön aufs Fressbrett bekommen. Ich hätte länger warten sollen. Wie sieht's hier aus bei dem Schaltkasten? Komm, lad. So. Nehmen Sie Rücksicht so. Auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen so. Sie keinen Abfall. Bitte hinterlassen Sie keinen Abfall. Halt die Fresse. Die ganze Station hier ist ein Abfalleimer. So, wo war der Speicherpunkt? Der war... Ich speichere lieber nochmal. Ich hätte so gerne einen Ionenschneider. So. Na, weit haben wir es in dieser Folge ja nicht geschafft. Ich würde sagen, machen wir die noch ein bisschen länger. Was? So. Ich erschlag die jetzt alle mit der Fackel. So. So, dann warten wir. Die sollte jetzt theoretisch hochgehen. Komm, geh endlich. Die Tür geht auch immer auf. Ich sehe sie doch da vorne. Du bleibst jetzt mal zu, ne? Bleib die zurück! Scheiße! So hat die mich gesehen. Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Nope! Schicht im Schacht, 10 von 20. Genau, da lag noch die Fackel. Kann man hier auch durchschneiden? Nee, schade.
so. Also die sieht einen. So oder so. Nein, du bleibst zu. Das scheint ja mein einziger Weg hier zu sein. Wo ist er hin? Kann man sich hier nicht noch mehr hinkriechen, legen? So, hier ist es dunkel. Hier soll es ja eigentlich... Okay. Ich muss mal schauen, was gibt es denn hier für Fluchtmöglichkeiten. Jetzt sind sie wieder alle weg. Was gibt es denn hier in der Mitte? Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Nein, die... So, du musst sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Okay, mein Plan. Speichern und sofort wieder hier zurückkommen. Aber Flotti. Oder kann man hier irgendwie... Zugangscode. Da wäre ein PC dran. Wahrscheinlich auch eine Waffe oder irgendwas. Gibt es hier irgendwo... Rufen wir mal den Zweier. Vielleicht ist da irgendwas drin. Was war hier oben nochmal? Hier oben war diese Tür. Da braucht man auch einen Sicherheits... Ach, dafür braucht man einen Sicherheitsgenerator. Ach, den braucht man dann hierfür. Da brauche ich vorne eine Plasmazelle, die bekomme ich. Woher bekomme ich die Plasmazelle? Erstmal speichern. Jetzt ist dann da das Alien drin. Sehr mal fies. Richtig fies. Ah, Nase juckt. So. Aber jetzt. Jetzt macht man Nägel mit Köppen. Köppen. Jetzt steht die Olle wahrscheinlich wieder vorne an der Tür. Hallo, ich könnte auch eine Flare hier irgendwo hinschmeißen. Könnte ich, mache ich aber nicht. So dumm sehe ich jetzt auch nicht aus. Was? Ich muss sofort zurückrennen oder schleichen. Schleichen ist besser. Jetzt kommt die Animation. Ein Zugangsgenerator. Ja, wissen wir. Versucht den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Weiß ich. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. So, wir wissen, der Typ kommt links. Das heißt, wir gehen jetzt rechts dran vorbei. Vielleicht wollte sie die Tür einfach nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay. Wir werden sie finden und töten. Wenn der mich jetzt sieht, dann ist es Overfail. Hier lang. Sie war unten. Gut, ich war unten. Tschüss. Siehst du was? Nein. Tschüssi. Das war schön. Konnte einiges. Erstmal speichern. Schnell speichern, bevor die jetzt rumrennen. Die Spasten. Sollte nicht die Bahn da sein? Ja. Ah, da kann man jetzt zum Maschinenraum. Will ich aber nicht. Ich würde mich jetzt gerne das Ding da oben einsetzen. Oder muss ich zum Maschinenraum? Gerät unzureichend. Der Gerät ist unzureichend. Okay. Dann fahren wir mal zum Maschinenraum. Mal schauen, was es da so gibt. Ach, sogar mit Ladebildschirm. Ist jetzt echt so abschnittsweise. Das ist ein bisschen komisch. Oder kam ich daher beim Maschinenraum? Fahre ich jetzt hier zurück?
Bitte nicht. Gehen Sie zur Lorenz System Turm, ja, wenn ich da hinkommen würde. So, wo bin ich denn hier gelandet? Bleib hier! Okay, anscheinend, das ist so ein Müllaufsammler. Das ist echt so abschnittsweise. Wo geht's denn da dann hin? Hier geht's? Gut, hier ist zu, da kann ich nicht weiter. Okay. Nur zur Vorsicht, holen wir den schon mal wieder. Und wir speichern. Und ich würde sagen, 27 Minuten. Ich würde sagen, schauen wir mal, was uns hier so alles im Maschinenraum so begegnen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, dass du auch morgen wieder einschalten wirst, wenn es wieder heißt Alien Isolation mit mir, dem Hangerboy. Ciao, Leute. Warte. So. Jetzt. Tschüss. Das ist die Bahn, hoffe ich.